Gut, ihr Leute, willkommen zurück auf der Stappenbach. Am Dienstag, wenn ich richtig informiert bin, gell? Und zwar, jo, ihr seht's, ne? Ich habe ein bisschen offline weiter ernten lassen. Sind jetzt noch ein paar Meter. Drescher ist voll, der steht da hinten. Ich warte jetzt auf den Abfahrer, der war gerade in der Lagerhalle. Die zweite Runde verkaufen, für dasselbe Geld. Auch gut, 10.000. So, hier steht. Oh, was denn hier passiert? Hat da jemand Schotter hingekippt? Recycling-Schotter? Oh, da muss ich mal gucken, wer das war. Das war ich. Hier so, ne? Das ist unser 313er Fendt. Hat einen Düngerstreu hinten dran. Wieso das denn? Ha, ist ja egal. Dumm Geschwätz. So, pass auf, guck mal, du. Ich habe schon mal angefangen, ne? Ich habe jetzt die Lagerhalle. Ne, nicht Lagerhalle, Fahrzeughalle. An unserem Hof verkauft, habe das Kartoffellager verkauft, inklusive Inhalt, und habe jetzt hier mal erst mal einen Unterstand platziert. Hier ein bisschen Gelände angepasst, so eine Böschung wird noch begrünt irgendwann, aber für Begrünung und sowas geben wir erst Geld aus, wenn wir es auch haben. So, und da ist auch schon die Spritze haben wir schon hergefahren. Ich finde, dass das hier ganz gut platziert ist. Was hier hinkommt, müssen wir gucken. Entweder grün oder ja, irgendein kleines Gebäude noch. Vielleicht auch dieser Verkaufsautomat. Hier so mäßig, straßenverkaufsmäßig, ne, so. Die Leute kommen hierher, können hier einkaufen, mal gucken. Und jo. Mit dem Rest mal gucken, wie wir es machen, ne? Was wohin kommt. Kostet ja auch alles nicht wenig Geld. Okay, und jo, mal schauen. Wir kriegen das schon hin zusammen. So. Ich habe nur keine Ahnung, blockiert steht bei 8,28, da hängt irgendwo fest. Naja. Die Kurve ist so schnell gefahren, hä? Mein Freund. Ich habe übrigens Hof neue Punkt gemacht, dass logischerweise auch Autodrive weiß, wo er hin soll. Hof neu ist das ganze Ding. Und das ist hier, wo der Fendt eben stand, ne? Also hier ist der Endpunkt. Jo. Mal gucken, ob man danach erweitern muss, für später ans Wohnhaus zu fahren oder sowas. Das überlege ich mir noch. Oder vielleicht ans Silo, wenn wir eins haben. Da unten kommt der Fendt. Sehr schön. Und jo, so läuft es halt weiter. Stappenbach at its best. In meiner Aura. Mal was ganz anderes. War übrigens, ja, ein Vorschlag von euch. Ja, so einen eigenen Hof zu mal aufzubauen von Grund auf. Als Aussiedlerhof hier in der Pampa, ne? Strom haben es, also das EWR war schon da. Und hat schon Strom gelegt. Hat Glasfaser gelegt, Wasser, Abwasser, alles hier. Ich muss nur noch irgendwo gucken, wo ich es hinziehen muss, dass ich auch mein Wohnhaus anschließen kann. So. Den schicke ich logischerweise wieder runter zum alten Hof. Der alte Hof war der Stammbach Hinterhof 1 Milch, soweit ich weiß. So. Und wenn wir den Rest auch noch einsacken und verkaufen. Nur langsam mache. Wie gesagt, ich brauche auch noch Geld, um einen Roder zu mieten. Ganz wichtig, sonst können wir mit unseren Zwiebeln und unseren Rüben gar nichts anfangen. Die wir hier wohl auch direkt verkaufen müssen, rein kohletechnisch, ne? Mensch, ist vielleicht ein bisschen großkotzig gewesen, das Riesenfeld hier zu holen, ne? Wenn ich hier unten die kleine Halle sehe. Aber gut, ne? Man weiß ja nicht, was wir an Gebäuden alles brauchen später. Und dann ist das gut so. Ja, ich hätte euch gerne ein bisschen mehr präsentiert, aber ich will jetzt nicht, wenn ich alles offline mache, brauche ich es nicht aufnehmen. Ist ja auch Käse dann, ne? So. Rein theoretisch, wo fährst du hin? Hast du dort irgendeine Ahnung, was du gerade machst? Nein, hat er nicht. Er kann ein bisschen selbst fahren, so ist er nicht. Normalerweise könnte man vorspulen. Zumindest mal
für die Folge auf 5 oder 15. Weil gedüngt haben wir unsere zwei eigenen Felder. Da kann nichts mehr passieren eigentlich. Unkraut ist auch gespritzt, soweit ich weiß. Muss ich mal gleich nochmal gucken. Und jetzt ist der angekommen. Vielleicht kriegt die Tür nicht zu. Alle, nochmal der Helfer reinhauen. So. Was fahren wir als nächstes hoch? Wasserfass brauchen wir mit Sicherheit. Tiefenlockere, alles hoch, muss alles hoch. Okay. So. Alle, jetzt fährt der Helfer doch wieder alleine, auch nicht schlecht. Ja. Ich würde gerne mein Wohnhaus hier oben, also so praktisch hinter den Traktor ungefähr platzieren später. Weil wenn man dann hier sitzt auf dem Balkon, guck mal, so ein Ausblick, oder? Ja. Erstens über das komplette Anwesen und zweitens so ein bisschen in die Landschaft rein. Hier kommt das Wohnhaus hin. Problem ist, Wohnhaus kostet 180.000. Und das Bestehende, was wir schon haben, was wir verkaufen dürften, kriegt ihr nur 90 und da haben wir zwar genug Geld für ein Wohnhaus, aber dann können wir auch sonst nichts mehr machen. Ich will also, ja, wenn es möglich ist, immer so den Kontostand, den ich jetzt habe, so ein bisschen aufrechterhalten. So Notgroschen praktisch, ne? Noteuro. Ah, jetzt läuft mir die Nase ein bisschen. Ne, läuft nicht. Eigentlich könnte ich mit dem, ist der Treasure voll, das dauert ja noch ein bisschen. Können wir mit dem auch runterfahren zum Alderhof und können mal die Seemaschine hochholen. Do you remember the time? Irgendwo ohne kommt ein Traktor mit Wasserfass, ich seh's genau. Ja, wegtechnisch sind wir alle hier ein bisschen eng, ne? Muss man immer aufpassen. Dass nicht alle gleichzeitig auf einer Strecke unterwegs sind. Hat ein bisschen Platz gemacht, sehr vernünftig. BGA ist nicht weit, falls wir da mal was machen wollen. Lalalala. Burgen, was? Burgebrach. Wenn du dasselbe Schild ist, kann man auch lesen. Burgebrach, kann es sein? Kreis Bombesch. Bombesch. Ja, das ist auch dann besser, wenn wir am Hof neu sind. Da haben wir hier die engen Gäste nicht und die viele Passanten, die mit der Haufe fahren. Das ist so schön, ne? Das ist nicht so schön. Mal gucken, ob wir da hinten noch die zwei Saatgut-Bigbags hier in die Seemaschine. Danke. In die Seemaschine reinbringen. Ne, eher nicht. Schade. Und man kann sie so füllen, ist klar. Aber alles passt nicht drin. Ja, schade. Vielleicht nächste Mal. Der wird immer hier durch den Verkaufs, Verkaufspunkt da, anstatt hier hoch, gut, der muss es wissen,
Nimm oder das Autodrive schon, der kürzeste Weg irgendwie sich raussucht. Oh, da kommt ein Laster. Achtung, Blondie. So. Treasure ist bei 54%, das ist also noch Luft. Eile haben wir keine. Eile mit Weile. Ich finde auch gut, dass wir hier den geschotterten Weg haben. Da können wir auch immer, wenn es regnet, locker zum Hof fahren, ne? Ohne dass wir uns gleich alles einsauen. Oh, er hat's bald, sehr schön, wunderbar. So, ob der Platz natürlich hier vorne dran reicht zum Rangieren immer, das ist so eine Sache. Bis jetzt ja. Falls größere Maschinen irgendwann kommen, I don't know wirklich. Dass wir das Ding auch halbwegs gerade dahin hinkriegen. Oh, das war Kontaktparken. Par excellence. Schmidt. Ja, alles gut. Also jetzt überlegt, das Feld ist ja so klein nicht. Ne? Gut, vielleicht. Kommt es dann so groß vor, weil der Drescher so lange braucht? Ich weiß es nicht, dann ein großer Drescher. Mit dem 13er Schneidwerk wären wir sowieso schon lang fertig. Aber das gab jetzt gerade mal, Moment, das geht 15.000 Liter rein, gehen 30.000 waren es insgesamt, was man verkauft. Nicht so schnell. 30.000 Liter Mais plus das, was jetzt noch kommt. Ja, das war also jetzt nicht so der Burner. Bis jetzt waren es 20.000, 21.000 Euro, was wir gekriegt haben für den Verkauf von dem Mais hier. Ja. Also nicht so prickelnd. Das Fass wird wohl später irgendwo bei den Hühnern oder bei den Kühen stehen. Ja, Kühe. Normalerweise, wie gesagt, habe ich ja Kühe schon auf der Bergmann, auf der Rade. Aber in dem Fall geht es ja auch um die Selbstvermarktung. Und da würde ich schon gern alles so haben, was man auch selbst vermarkten kann. Es sind Eier, Milch, Sojabohne und Kartoffeln. Zwiebeln geht nicht. Aber Zwiebeln und Karotten, die machen wir dann separat weg. Kein Problem. So, dann fährst du nochmal runter. Da ist noch ein bisschen was zum Holen. So, der nervt mich jetzt langsam mit dem Hin und Her gewinsel, winsel, wunsel da. So, hier wird natürlich auf jeden Fall irgendwann Unkraut drauf sein, denke ich mal. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob Unkraut auch erscheint, wenn man, wenn man gar nichts eingesät hat. Ne? Normalerweise klar, im echten Leben schon. Nur ich weiß nicht, wie das Spiel hier so drauf ist. Wenn man hier jetzt nichts anpflanzt und reinmacht, ob da auch Unkraut kommt, das weiß ich nicht. Oder ob diese Funktion erst aktiviert ist, wenn das auch bearbeitet ist, das Ding, das Feld. Wenn das auch, wie sagt man, bewirtschaftet ist. So, wollen wir mal gucken.
schnell mal noch ein Bildschirm gemacht, vor es klingelt, ne, habt ihr gesehen. So, dann, jo. Dann ist es soweit in Ordnung, würde ich sagen. Oh, ne? Was ist denn das mit dem? Das hat er eben aufgehört. Ach, vielleicht weil ich O gedrückt habe. Das kann sein. Gut, liebe Leute, dann war es das für heute, für den Dienstag. Die nächste Stadtenbach kommt am Freitag. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr wieder einschalten und euch eventuell ja, amüsieren. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen schönen Dienstag und ja, generell schöne Ferien, schönen Urlaub, egal was ihr habt. Jo, bis dann, macht's gut. Tschüssi.